Jo Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Ich bin der Ali. Mein Name ist Lars und heute haben wir wieder eine neue Folge von den Upcoming Releases für Eine euch. neue Folge von Two and a Half Men. Nein, Spaß. Fast. Only Und Two Men. diesmal für den August 2021. Yes, yes, Ihr yes. kennt das Format, wir nehmen jetzt unsere Handys in die Hand und scrollen für uns Ja, oder für laber euch nicht, auch. die wissen Ja, das für die schon. heißesten Releases, verdammt. Und jetzt geht's los mit dem Laber ersten nicht, die Release wissen schon, was am abgeht. 3. August mit dem Women's Dunk High Aluminium. Yes. Ist ja Babyblau wieder gehalten. Ja, das ist eigentlich der UNC in für High, Damen. in Hi, High, für ja, Damen. und irgendwie heller als der UNC. Ja, genau. Ja. Ja, ihr kennt den UNC ja. Ihr seht es auch gerade eingeblendet. Farbgebung blau-weiß. Clean auch auf Also jeden den hätten Fall. die im Sommer rausballern sollen, nicht so im August, obwohl August eigentlich auch noch Sommer ist, in Ja. Anführungszeichen. In Deutschland weiß man nie, wann so Sommer ist, aber Manchmal gar nicht. manchmal gar nicht, manchmal immer. Aber den kann man immer rocken. Der ist Ja, geil. der ist echt geil. Also wirklich. Denke ich auch mal, der ist von der Qualität her nicht schlecht, aber auch kein Baba 10 von 10. Ne. Der Aber wird wenn du schon den gut für sein. Retail bekommst, Servus. Also ist gut. Ja, der Mega wird gut. wirklich gut. Also nicht schlecht. Ja. Kommt, wie gesagt, am 3. August. Retail wird so ungefähr 110. 110 Euro sein, ja. Und Heißen 10 Euro teurer als Lowe's. Und weniger gefragt. Bestimmt, weil die 10 Euro teurer sind. wahrscheinlich. Machen wir Ja. weiter mit dem Platz 2, und weil das ist Ja, brutal. Platz 2 oder eher gesagt, den nächsten Release. So, und zwar der Travis Scott Low Fragment Jordan 1er. Der ist krank. Das war ein langer Name. Aber Den ist blenden wir krank. jetzt hier oben einfach mal ein. Bing. Bing. Genau. Also, das ist mit Abstand einer der Releases, auf die ich mich am meisten freue. Aber auch am meisten enttäuscht bin, weil ich ganz genau weiß, dass ich den nicht bekomme. Genauso. Ich habe zwar den Travis Scott Low und den Travis Scott High, aber ich weiß ganz genau, dass ich diesen Schuh nicht bekommen werde, Nee, das ist weil auch, das der Übercollab ist. Travis Scott und Erstens. Fragment noch dazu, das ist ja schon Richtig. krank. Und der Schuh ist übel nice. Also ich finde den mega geil. Ich finde den auch persönlich jetzt nach einiger Zeit geiler als den High. Vorher fand Danke, ich das den ist High meine geiler. Rede. Das ist meine Rede. Vorher fand ich den High ein bisschen besser, aber Ja. irgendwie mit der Ich Zeit glaube, gefällt mir der das so ein liegt bisschen. daran einfach, dass es eine Black Toe ist. Genau, wollte ich gerade Ja, sagen. der wird Das wollte ich gerade schlau. sagen, mein Freund. Ah, Forza Italia. Forza Italia hat das Travis Scott und Fragment ja, Paper In im der Box. Karton. Die Box an sich ist weiß. Yep. Ansonsten qualitativ wird der schon immer Der krank wird sein. dir die Unterhose im Stehen rausreißen, Alter. Fatz! Was? Deine Vergleiche sind echt Schmackofatzi, top. Alter. Ja, Wirklich top Vergleiche. wirklich gut. Also hinten auf der Ferse hast du einmal Cactus Jack mit dem Cactus Jack Logo. Dann, also Cactus Jack Smiley und Cactus Jack Logo so. Und auf dem rechten hast du das Air Jordan Logo mit dem Fragment Stamp of Approval. So Kranker gefühlt. Schuh. Mega, mega nice. 13.8. Übel, richtig. Release ist am 13.8. Gut, dass du es Retail. sagst. Retail wird sein, ich denke, ich gehe davon aus, 130 bis 140 Euro. Aber Resell. Resale sind wir bestimmt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei 800 bis 1000 Euro, also 100%ig. Ja. Wenn der nicht schon krasser gefragt ist als der Hai, aber ich weiß es ehrlich gesagt Ich glaube nicht. auch eher, der High wird krasser gefragt sein, aber Ja. der auf jeden Fall 800 setze ich auch an, mindestens. Hundertprozentig, also safe. Wenn ihr Reseller seid, guten Morgen Amerika, wenn ihr den für Retail bekommt, dann könnt ihr gefühlt nur noch in den Urlaub fahren. Am besten vier Paare bekommen, dann habt ihr ausgesorgt. Feiern. Mega geiler Schuh. Ziemlich viel Sell verbaut, aber ich finde ihn sehr, sehr gelungen. Auf jeden Fall besser als der High, wie wir schon gesagt haben. Genau. Machen weiter mit Dem dem nächsten nächsten Release. Release. Diesmal ein 1er High. Ist, ja, nennt man Pollen oder auch Wu-Tang Clan. Wer Wu-Tang Clan nicht kennt, Genau, der ist. es gibt einen Dunk High Wu-Tang von 2003, meine ich. Bin mir sicher. Ja. Sieht genauso aus, ist aber kein Jordan. Aber Farbgebung fast dieselbe. Yes, Wu-Tang Clan, amerikanische Rap-Hip-Hop-Band-Gruppe.
ja, eigentlich wäre es Method bisschen, Man und so, ja, wisst ihr ein bisschen mit Hip-Hop auskennt, kommt an dem Namen eigentlich nicht vorbei. Fetter Schuh. Fette Box. Fette Box, auf jeden Fall. Finde ich krass. Fetter Typ. Fetter Typ. ja, die Außen wurde in Gelb, genau wie der Nike Swoosh. Ansonsten, ja, schwarz. Schwarz gehalten, schwarz-gelb. Und ja, die Midsole weiß. Sieht aus wie eine Biene, ist aber keine. Sticht aber bestimmt genauso zu. Jetzt geht's ab hier, ne? Ich finde die Box ziemlich geil, weil das ist mal was anderes. Ansonsten hast du ja schwarz-rot. Mhm. Jetzt hast du schwarz-gelb. Passt perfekt zu dem Inhalt. Release ist am 28. würde ich schon sagen. Am 14.8. kommt er raus, droppt auch in der Nike Sneakers App. Und ja, ich finde den geil. Mega. Also kannst du nichts kommt mit gelben Laces und mit schwarzen Laces. Geil. Also gönnt euch die schwarzen, weil die Zunge safe schwarz ist. Mhm. Macht ihr nichts falsch. Und wer Wu-Tang-Fan ist, knall raus. Ja, das ist ein Must-Cop, ne? Ja, auf jeden Fall. Jo, dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Release. Und zwar, das ist für mich persönlich auch einer der geileren Releases für den August. Der Air Jordan 4 Lightning. Mhm. Mega geiler Schuh. Der ist, ich glaube, davon gab es mal einen Release. Das ist jetzt ein Retro. Ich finde, einer der geilsten Vierer, die es gibt. Okay. Persönlich finde ich mega gut. Also ich finde den richtig nice. Die Box ist auch richtig geil. Die ist gelb mit dem Elephant Print unten. Und der kommt im Full Family Size. Also sprich Frauen, könnt ihr euren Babys Männer, auch anziehen. Babys, alles drum und dran. Release ist am 28.8. und Retail wird sein 190 Euro. Genau. Ja, Resell. Weiß ich gar nicht, wie der ich so denke, geht. Anfangs, da es ein relativ großer Release ist, aber auch ein gefragter Release, also ich weiß, dass die Amerikaner alle von dem schwärmen. Ja, gut. Ich glaube, ich bin einfach zwischendurch im falschen Land, glaube ich. Kurz mal rübergeflogen. Ja. Ich schwärme auch extrem von dem. Ich finde den mega nice. Ich denke, dass er so bei 250 erstmal anliegen wird. Mhm. Also Resell-mäßig, wenn er natürlich ausverkauft sein wird. Und dann geht die Luzi ab, wenn der weg ist, dann denke ich so 350, 400 Euro. Meinst du so? Safe. Ich hätte jetzt so um die 300 gesagt. Okay. Nee, ich denke so 300, 400, weil Lightning sind sehr gefragt, wie die Vierer Cleveland auch. Mhm. Das sind so diese No-Name, in Anführungszeichen, Vierer, aber die übelst abgehen. Keine Ahnung warum, aber gibt voll viele Abnehmer. Ja, die sind ja auch wieder clean, ne? Mega. Wie gerade eben beim Pollen richtig. Auch schon gelb, schwarz, weiß. Die kannst du auch im Herbst anziehen, glaubst du, machst nichts falsch. Nee, das also ist hundertprozentig. Krass, wirklich. Auch wieder mit gelben Laces. Mhm. Ich denke mal, da werden auch wieder schwarze Laces mit kommen vielleicht. Vierern schwierig. Schwierig, ich weiß nicht. Vielleicht aber ansonsten All Above abchecken, die haben schwarze Laces. Genau. immer da mal vorbeigucken, wenn ja. Ihr Laces braucht, qualitativ super. Perfekt. Und ja, ich feiere den Schuh persönlich jetzt nicht so krass, würde den glaube ich nicht tragen. Mhm. Schwer zu kombinieren für mich. Ja, du bist ja nicht so der Freund von grellen Schuhen. Ne? So sieht's aus. Außer es ist ein krasser Schuh. dann vielleicht. Ah, ja, dann mal gucken vielleicht. Ja, ja. Ja, aber ansonsten ist der clean, wie gesagt, und der wird auf jeden Fall geil verarbeitet sein. Genau, hundertprozentig. Ja, und Vierer sind eh dieses Jahr am Kommen, also Augen aufhalten und lasst euch den Banger nicht entgehen. Nee. Das war's eigentlich auch schon mit dem kleinen Video für die upcoming Releases im August. Ich denke mal, die also, meisten werden auf den Travis Scott schielen. Nee, auf den Wu-Tang. Wie kommst du denn auf den da? die waren auch viel bessere Rapper, junger Mann. Nee, jo. Wisst ihr Bescheid? August, geile Releases am Start. Travis und Fragment hauen den Banger des Jahres gefühlt raus. Ja. Wie sonst auch immer, jedes Jahr gefühlt. Ja, irgendwie kommt jedes Jahr an Travis. Ja. Also seitdem Travis mit den Schuhen angefangen hat. So, danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst liken, ja. Abonnieren, ja. Glocke aktivieren und in die Kommentare schreiben, was ihr von den Schuhen haltet. Und, Es kommen natürlich auch weitere Releases, aber wir haben uns die vier besten natürlich rausgepickt. Für uns. Genau. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund, tragt eure Schuhe, resellt eure Schuhe nicht so krass, damit ich nicht so viel Geld ausgeben muss. danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.